Vers 51. Die drei Welten bestehen aus neun Elementen: Feuer, Erde, Äther, Wasser, Luft, Richtung, Zeit, Seele und Geist. Ich verehre den urersten Herrn Govinda, indem diese Welten ihren Ursprung haben, indem sie existieren und indem sie zur Zeit der kosmischen Vernichtung wieder eingehen. Erläuterung: In den drei Welten gibt es nichts außer den fünf Elementen, den zehn Himmelsrichtungen, der Zeit, der Jiva-Seele und dem psychischen Prinzip, das mit dem aus Geist, Intelligenz und falschem Ego bestehenden feinstofflichen Körper der bedingten Seelen verbunden ist. Die Elevationisten, in Klammer Karmis, Fußnote 28, Menschen, die nach einer besseren Stellung in der materiellen Welt streben, insbesondere durch Aufstieg zu den himmlischen Planeten. Die Elevationisten übergeben ihre Opfergaben dem Feuer. Solche bedingten Seelen kennen nichts außer der wahrnehmbaren Welt der neun Elemente. Der Jiva ist die Seele, deren ekstatische Glückseligkeit die freudlosen Befreiungssuchenden Jnanis anstreben. Die beiden in der Sankhya-Philosophie als Atma und Prakriti beschriebenen Prinzipien sind in den oben erwähnten neun Elementen enthalten. Mit anderen Worten, alle von verschiedenen spekulativen Philosophie Tattvavadis behandelten Prinzipien sind in diesen neun Elementen mit inbegriffen. Sri Govinda ist die Quelle des Erscheinens, Bestehens und Vergehens all dieser Prinzipien.